Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer Folge 6 der Lemken-Bodentour. Wir befinden uns heute an der Ostsee, nahe der Stadt Dassow in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir besuchen heute einen Ackerbaubetrieb mit 1400 Hektar Forst- und Ackerfläche. Der Gutsverwalter Axel Böttcher ist unter anderem WWF-Preisträger der Ostsee. Und er sorgt mit seiner Landwirtschaft dafür, dass Emissionen von vor allem Phosphor und Stickstoff in die Ostsee und anderen naheliegenden Gewässern gemindert werden. Was hierzulande sehr wichtig ist, da es recht viele Einträge gibt. Ich bin ganz gespannt, was uns heute erwartet. Und wir schauen uns den Betrieb gleich an. Und ich würde sagen, ich nehme euch wie immer mit und dann sehen wir uns gleich. Hi. Hallo Marie. Hi. Hast du gut hergefunden? Ja, genau. Ist ja gar nicht so einfach hier, oder? Nee, es ist kalt bei euch im Norden. Ja, das stimmt. Ja, aber schön. Ich freue mich auf heute. Ja. Ja, wir auch. Cool. Sind gespannt. Ja. Ja. Ich würde sagen, ihr beiden stellt euch einmal kurz vor und dann gehen wir gleich weiter zur Hoftour, oder? Ja, so machen wir das. Sehr gut. Okay. Ja, hallo. Wir befinden uns hier auf Gut Großvogtshagen. Ein Ackerbaubetrieb, der im Eigentum von der Familie Graf von Nesselrode ist. Im äußersten nordwestlichen Zipfel Mecklenburg-Vorpommerns am Klützer Winkel, am Rande des Klützer Winkels. Wir sind 8 Kilometer von der Ostsee entfernt, können Travemünde von hier aus schon sehen. Mein Name ist Axel Böttcher, ich bin hier seit knapp 20 Jahren Betriebsleiter. Wir wohnen hier auf diesem Betrieb mit unseren, also meine Frau und ich, mit unseren 3 Söhnen zusammen und bewirtschaften hier voll arrondiert rund 800 Hektar auf Gut Großvogtshagen. Und dann an einem zweiten Standort noch mal weitere 600 Hektar, die dann von hier aus mitbewirtschaftet werden, mit einem Maschinenpark und einer Mannschaft. Genau, und ich bin Tilman Böttcher, ich bin der älteste Sohn von Axel Böttcher und bin im 3. Lehrjahr und will auch in die Landwirtschaft gehen und da auch hoffentlich bleiben. So, eine kleine Sache noch vorab, bevor wir jetzt gleich zur Hofführung übergehen. Ich habe noch ein Schild mitgebracht. Da unterschreiben alle Landwirte, die wir besuchen auf unserer Bodentour. Und das könntet ihr dann auch einmal tun. Hier auf der Vorderseite haben wir Folge 6 draufstehen und euren Hofnamen. Und dann könnt ihr hier einmal auf dieser Tafel unterschreiben. Ich gebe euch eben einen Stift. Sehr gut, jawohl. Dann kannst du mir ruhig den Stift wiedergeben. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Hofführung über, oder? Du musst jetzt erst auf den Acker, habe ich eben gehört. Genau, ja. Okay. Alles klar, dann sehen wir uns nach der Hofführung, würde ich sagen. Und wir beiden gehen jetzt los, oder? Ja. Alles klar. Genau, hier kommen unsere Getreidesilos, Getreidehallen. Ja. Genau, das war früher mal eine Reithalle, die haben wir umgebaut und können jetzt hier trocknen und auch reinigen. Und okay. Können hier mit Förderbändern können wir super einlagern. Also wir können das Förderband auseinanderfahren, die Halle schön gleichmäßig befüllen bis nach oben. Also Pferde hattet ihr früher auch? Genau, das war früher ein Pferdezuchtbetrieb teilweise. Also ich glaube 100 Pferde oder so waren hier früher. Ach krass. Vor 20 Jahren ja. Ungefähr und genau. Ja, nicht schlecht. Und ja. Das ist jetzt aber Brotweizen, sagst du? Das ist Brotweizen, okay. Genau. Der wird per LKW dann nach Lübeck gefahren in den Hafen und von da aus verschifft. Oh, Wahnsinn. Krass. Ja, genau. In die weite Welt. Ja, genau. Ja, nicht schlecht. Und ich habe gelesen, ihr habt ja auch eine 5-gliedrige Fruchtfolge, ne? Genau, ja. Ja, wir machen das Programm Vielfältige Kulturen. Aha. Und genau. Welche Kulturen gehören dazu? Wir haben Ackerbohne, Raps, Mais, Weizen und Gerste. Ah, okay. Anbau, genau. Ja. Und Roggen auch noch teilweise. Mhm. Ja, genau. Nicht schlecht. Cool. Ja. Sollen wir weitergehen? Ja. Ja. Jetzt, wo ich hier gerade den Drescher sehe, seid ihr eigentlich weitestgehend eigenmechanisiert? Ja, genau. Wir haben ein bisschen im Weizen noch ein bisschen Unterstützung vom Lohnbetrieb, aber sonst machen wir eigentlich alles selber. Mhm. Genau. Ja. Und wie lief die Ernte dieses Jahr bei euch? Auch die war ganz gut. Wir haben uns ein bisschen mehr erhofft. Die Bestände haben ein bisschen mehr geglänzt, als sie wirklich geliefert haben, aber es war dann ganz in Ordnung. Also wir hatten schon schlimmere Ernten. Ja, ich glaube, war überall im Getreide dieses Jahr so ein bisschen
Enttäuschend eher, ne? Ja, genau. Und wo steht ihr gerade ackerbaulich? Was steht bei euch an? Also wir haben gerade die Bestellung abgeschlossen, weitestgehend. Also wir sind jetzt noch im Mais, häckseln den noch. Wir fangen jetzt die Tage an zu häckseln und danach haben wir noch 100 Hektar Weizen, die wir drillen und dann sind wir fertig. Ja, es ist spät geworden dieses Jahr mit Mais. Genau, ne? Ja, aber das klappt noch alles. Ja, sehr gut. Okay. Wie macht ihr das eigentlich mit Bodenbearbeitung? Habt ihr da ein besonderes Konzept? Ja, genau. Wir haben dieses Jahr letztes Jahr einen neuen Class bekommen, der diese Terratrack-Bereifung hat hinten oder diese Kette. Und das ist wirklich ein super Verfahren. Natürlich Bodenschutz, Schonung. Schonung, genau. Das ist natürlich ein Aspekt und das ist eine super Sache auf jeden Fall. Ja, sollen wir uns das mal angucken? Ja, gerne. Genau, das ist hier unsere neue Errungenschaft, der Class auf Ketten. Also das ist quasi eine Halbraupe. Das ist natürlich optimaler Bodenschutz und einfach eine gute Traktion. Was natürlich auch ein richtig guter Vorteil ist, wir haben halt dieses Problem, dass wir immer Begleitfahrzeuge brauchen bei den auf den Straßenfahrten. Und das ist mit der Raupe, weil die halt keine Überbreite hat, auch optimal. Ja. Das ist in den Nachtschichten viel einfacher. Ja, das glaube ich. Ja. Okay, und ihr macht ja nicht nur Bodenschonung, um jetzt N&P-Emissionen zu mindern. Ja. Was habt ihr da sonst noch für Maßnahmen? Ich habe gelesen, beispielsweise mindestens 20 Meter Abstand von Fließgewässern und so weiter. Genau. Zu einem machen wir das und zum anderen haben wir einen Rauchdüngerstreuer, mit dem wir durch Biomassekarten können wir da teilflächenspezifisch arbeiten. Ah, okay. Und können so die Bestände, also die Düngermaßnahmen auf den Bestand angleichen, was echt eine super Sache ist. Und düngt ihr nur mineralisch oder kriegt ihr irgendwo organischen Dünger auch her? Nee, wir düngen nur mineralisch. Echt? Okay. Ja, genau. Habt ihr dadurch einen Humusabbau oder? Nö, würde ich nicht merkt behaupten. Ihr nicht so? Nee, also wir kriegen teilweise ein bisschen Gärsubstrat, aber das ist nicht nennenswert. Okay, um die Organik quasi ein bisschen wieder anzufüllen. Genau, ja. Okay, ja, cool. Vielleicht können wir auf den Acker gehen und dein Papa erklärt mir noch ein bisschen was zum Thema Schonung, Bodenschonung und Co. Ja, ja, gerne. Machen wir. Ja, Marina, sind wir, glaube ich, fertig mit der Hofführung. Ja. Und dann würde ich dich erstmal an meinen Vater übergeben. Dann könnt ihr dann mal zu auf den Acker gehen. Ja, sehr gut. Hi Axel, da sind wir wieder. Hallo. Ach guck, ich habe auch einen Spaten dabei. Ja, dann nehme ich dir am besten gleich mit. Genau, dann kannst du den wieder mitnehmen. Ja. Und dann sehen wir uns später, ne? Ja. Alles klar. Gut, tschüss. Bis dann. Hallo. Hi. Wir beide gucken uns, gehen mal auf den Acker. Ja, genau. Gucken uns unsere Regenwürmer an. Genau, machen wir. Okay. Ja. Was machen wir heute hier auf dem Acker? Ja, ich wollte dir heute zwei Dinge zeigen. Das einmal hier wollen wir über Bodenschonung sprechen, über Bodenbearbeitung und im Anschluss nochmal über Teilflächenspezifik auf unseren verschiedenen Böden. Ja, alles Maßnahmen, um noch präziser den Ackerbau zu betreiben, ne? Ja, genau. Bei der Bodenbearbeitung geht es ja darum, dass wir erstmal überhaupt die Voraussetzungen für bestmögliche Erträge, also Pflanzenentwicklung und Erträge somit dann erschaffen. Und bei der Teilflächenspezifik geht es darum, eben die einzelnen Bodenarten optimal zu versorgen und bestmögliche Düngeeffizienz zu erzielen. Und da arbeitet ihr auch mit Biomassekarten, sagte Tillmann eben? Genau. Das kommt gleich bei den verschiedenen Böden. Hier geht es jetzt erstmal um die Bodenschonung. Mhm. Und das fängt eigentlich damit an, dass wir, also Spaten und Sonde habe ich immer mit dabei, sodass man immer überprüfen kann, bei den Arbeitsgängen, die anstehen, wie tief müssen sie erfolgen? Gibt es da Verdichtungen, die wir beheben müssen? Eigentlich sollte es die nicht geben, denn wir bereifen unsere Schlepper immer maximal, also mit Zwillingsbereifung oder wir haben einen Mähdrescher und auch einen Schlepper auf Raupenlaufwerken. Ja. Dann ist es so, dass wir seit 10 Jahren hier diese Fahrgassen immer an der gleichen Stelle haben, also RTK genau, sodass wir nicht eben neben der Fahrgasse des letzten Jahres die aktuelle legen und dann eben da den Ertrag halbieren durch die Verdichtung. Das machen wir schon, wie gesagt, seit 10 Jahren so. Und wir pflügen eigentlich in der Fruchtfolge nur einmal eben zu Gerste nach Weizen. Sonst wird fluglos gearbeitet. Und also es geht, eigentlich ist es so, dass wir bei allem, was wir machen, möglichst wenig aufwenden. Also das gilt für Pflanzenschutz wie für Dünger, wie für Bodenbearbeitung. Mhm. Wenig, aber präzise und gezielt. Ja. Das ist eigentlich genau. Also so viel Strategie. Wie nötig, aber so wenig wie möglich. Ja, genau. Nee,
Andersrum. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, ja, genau. Ja, ich bräuchte auch noch eine Bodenprobe. Ja, gerne. Wir können uns das ja auch mal anschauen. Auf jeden Fall. Mehr Bodenschonung bedeutet ja auch eigentlich immer mehr Bodenleben, ne? Oh ja, da oh sind ja schon die Regenwürmer. Unsere fleißigen Mitarbeiter. Genau. In die großer Zahl. Jawohl, ja, hier auch. Das freut mich. Ja, ja, darum geht's. Der Boden ist ja das Wichtigste, was wir haben. Ganz genau. Die wenn Basis der nicht intakt, der Landwirtschaft. Die Basis, genau. Wenn ja der nicht intakt ist, dann sind alle anderen Bemühungen sinnlos. Ja. Und das beobachten wir eben hier seit Jahren, dass die Anzahl der Regenwürmer sehr stark zunimmt. Auch Flächen, die wir neu dazu bekommen haben. Da sehen wir es eben auch bei Drainagearbeiten. Also haben wir jetzt gerade konkret so einen Fall vor Augen, wo einfach nichts zu finden war an Regenwürmern. Mhm. Und wo wir nach 2-3 Jahren schon merken, wie es mehr wird. Und so war das hier auch. Schön, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, ja. Ja. Und ja, was tun wir, um das zu erreichen? Wir gehen also besonders schonend mit dem Boden um. Das heißt also, die Maschinen sind immer maximal bereift oder laufen auf Ketten, also auf Raupenlaufwerken. Wir machen möglichst wenig und gezielte Bodenbearbeitung. Mit der Sonde können wir eben vorher prüfen, wie tief müssen wir überhaupt arbeiten. Und habt ihr schon mal überlegt, Richtung No-Till oder Direktsaat zu gehen? Denn, konkret? Ja, wir flügen ja nicht jedes Jahr. Wir flügen also nur einmal in der Fruchtfolge. Aber No-Till ist schwierig, weil wir erstens Ackerfuchsschwanz haben hier in der Region. Da müssen wir aufpassen. Da ist Flügen ja eine gute Maßnahme, eine der Maßnahmen, um das zu verringern. Ja, auch vor dem Hintergrund des Wirkstoffwegfalls jetzt, genau, ob es politisch ist oder ob es eben durch Resistenzen ist. Ne? Genau, und das betrifft uns hier im Wasserschutzgebiet gerade aktuell einmal mehr. Mhm. Wir dürfen jetzt kein Glyphosat mehr einsetzen. Ja. Also müssen wir da sehr aufpassen. Und dann ist es eben auch so, dass wir große Strommengen zu bewältigen haben. Mhm. Und dass wir die doch einarbeiten, genau, müssen. Genau, und vor allem gleichmäßig verteilen, genau, ne? Dass das Ganze auch zersetzt wird. Genau, ja, also Ernterückstände verbleiben immer auf dem Acker. Ja. Also auch in, es gibt ja auch, gab ja auch Jahre, wo das, wo viel Stroh verkauft wurde, einfach aus Liquiditätsgründen, das machen wir nicht. Wir belassen, somit ist die Humusbilanz immer positiv. Okay, auch aber wichtig bei euch, weil ihr ja nur Minerale stimmt, ne? Genau, und hinzu kommt, dass wir eben auch zu Sommerung, also zu Mais und Ackerbohnen eben auch Zwischenfrüchte anbauen, um auch da nochmal wieder Humus aufzubauen. Ja. Und das dient natürlich auch unseren kleinen Freunden hier, unseren Regenwürmern und dem Bodenleben. Ja, und ihr wurdet auch ausgezeichnet dafür, ne? Vom WWF, ja, ja, habt ihr, genau, einen Preis bekommen. Ja, das hat uns gefreut, genau. Ja, schön. Ja, da ging es um Bodenschonung, da ging es um Nährstoffeinträge, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Eben und auch um diesen Zwischenfruchtanbau, um die vielfältigen Kulturen. Das stimmt, ja. Das ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke sehr, ja. Ja, doch, würdest du mir gefreut eine kleine Bodenprobe, ja, hier reinfüllen? Ja. Sehr gerne. Sehr schön. Ja, da sieht man, wie aufgelockert der ist. Ne? Schön. Okay, nee, das reicht schon eigentlich. Okay. Okay. Dann schauen wir uns das mal auf dem anderen Acker mit, ja, der Teilflächenspezifik an. Ne? Ja, wir haben eben über die Bodenbearbeitung gesprochen und Bodenschonung. Das ist Teil 1 dessen, was uns irgendwie also dann zum Ostseelandwirt gemacht hat, was also der WWF gut fand. Und das andere ist eben die teilflächenspezifische Düngung. Man sieht hier sehr schön, also wir haben da hinten eine Lehmkuppe, davor zieht sich hier eine Moorsenke durch. Das sind eben unterschiedliche Bodenarten mit unterschiedlichen Anforderungen, auf die wir natürlich eingehen müssen bei der Düngung. Und ja, das, heute geht es eigentlich mit dem Wind, aber also wir haben hier oft sehr starken Wind. Das heißt, wir können nur bei Nacht Dünger streuen, wenn es windstill ist. Und Pflanzenschutz genauso. Und das ist natürlich dann schwer zu erkennen für den Fahrer, wo soll ich den Düngerstreuer jetzt wie einstellen. Und deswegen haben wir anhand von Biomassekarten, können wir Applikationskarten erstellen, die dann der Düngerstreuer automatisch abarbeitet hier auf der Fläche. Und das ist eben auch, also wir steigern damit die Effizienz des Düngers. Und wir sind ja etwas eingeschränkt in den Mengen, die wir streuen dürfen. Wollen wir von Hause aus ja auch. Wir wollen nicht mehr streuen, als erforderlich ist. Und da hilft uns diese Technik sehr, genau. Ja, das glaube ich. Und N-Min-Proben zieht ihr dann wahrscheinlich auch. Genau so. Also ja, wir müssen auf die den Flächen, unterschiedlichen Ecken. Genau. Ja. Okay, interessant. Und also wir können das auch im Vergleich sehen, dass wir
einen recht geringen Stickstoffüberhang haben in der Bilanz. Mhm. Also es ist messbar, ja, ohne dabei Ertrag einzubüßen. Genau. Okay, ja, dadurch auch weniger Auswaschung und Verluste, klar. Genau, also ich meine, das ist eigentlich die beste Versicherung gegen Auswaschung, ist Ertrag. Ja. Denn der Nährstoff, der in der Pflanze gebunden ist, der kann nicht mehr ins Grundwasser entweichen. Ganz genau. Und das versuchen wir hier umzusetzen, genau. Mhm. So, hier befinden wir uns in einer Bienenweide oder Honigbrache. Mhm. Wir nutzen eigentlich eben so Stellen, das ist ja so eine Moorsenke hier, die auch immer sehr vernässt, also wo man auch in 3 von 4 Jahren Schwierigkeiten hat, was zu ernten. Mhm. Und solche Flächen werden großzügig auf dieser Weise der Natur zur Verfügung gestellt. Und man beobachtet eben wirklich unheimlich viel Insektenleben und Niederwild, Fasane sieht man hier. Schön. Also das ist wirklich beeindruckend. Nun ist natürlich fast alles ausgeblüht. Aber nun bleibt es als Esung noch für über Winter hier. Genau, fürs Niederwild. Genau. Schön. Ein bisschen Deckung. Und das machen wir eigentlich, also das ist unser Anliegen, ist eben Flächen, die nicht so produktiv sind, großzügig so zur Verfügung zu stellen der Natur, wollen aber dann eben auf den guten Ackerflächen entsprechend auch intensiv wirtschaften dürfen und maximale Erträge erzielen. Ja. Also das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen. Wir können nicht auf den hochwertigen Ackerflächen die Produktion runterfahren. So ist es. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Ja. Genau, dann sind das also die 3 großen Punkte, warum ihr dann auch mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Genau, ne? Also einmal Bodenschonung, Teilflächenspezifik und dann eben diese Brachen. Und mit Tillmann hatte ich eben auch schon drüber gesprochen, die großzügigen Abstände dann auch zu Fließgewässern. Ne? Ob es jetzt mit Düngung oder Pflanzenschutz ist. Genau, ja. Und dann kamen am Rande, glaube ich, noch so Dinge dazu wie Öffentlichkeitsarbeit, die wir betreiben. Mhm. Also wir laden Schulklassen ein, sind sehr im Austausch mit anderen Landwirten über einen Beratungsring. Also ringen quasi immer um die noch bessere Lösung. Also das, was wir hier machen, ist gar nicht so besonders. Ich glaube, das machen ganz viele. Mhm. Es wissen nur zu wenige. Ja. Und also das versuchen wir das auch muss man nach außen über einen Bauernverband oder über einen Beratungsring uns erstmal auszutauschen. Und das würden wir gerne nach außen tragen. Ja. Das ist uns wichtig, ja. Mhm. Ja, aber da ist ja schon mal der Weg der Bildung oder der Schulklassen eben der richtige Weg. Genau, Projektwochen, Schulklassen, sowas. Schön. Ja. Mhm. Das läuft ganz gut, ja. Okay. Ich würde sagen, jetzt sind wir durchgefroren und haben uns unseren Feierabend verdient, oder? Genau. Oder einen Kaffee. Ja, sehr gut. Okay. Oh, da wird uns Kaffee gebracht. Wer ist das? Oh, das ist ja schön. Friedrich, das ist unser jüngster Sohn. Ah ja, Tillmanns. Schön. Dankeschön. Kleiner Bruder. Ja, genau. Dankeschön. Jungjäger. Ja, nicht schlecht. Ja, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet der Boden denn jetzt für euch? Ja, der Boden ist unsere Existenzgrundlage. Unser ganzes Bestreben muss oder gilt dem Boden oder der Bodenfruchtbarkeit. Denn wenn der Boden verdichtet ist oder ausgemergelt oder überdüngt wäre, dann eben können wir nicht davon leben. Ja. Insofern, und wir denken eben in Generationen, also die Eigentümer dieses Betriebes ist selbst auf seinem Stammbetrieb in 20. Generation, hier auf diesem Betrieb in 2. Generation. Und auch eure Generation steht ja schon wieder in den Startlöchern, ja, genau, die nächste. Die nächste Generation, genau. Und also jeder Landwirt, der klar denkt, und das sind die meisten, würde ich sagen, haben das Bestreben, den Boden gesund zu erhalten und zu verbessern, wenn es irgend geht. Also den Humus aufzubauen und eben das Bodenleben zu fördern. Mm. Und das ist dann quasi auch euer Wunsch für die Zukunft? Oder was wünscht ihr euch für den Boden in der Zukunft? Dass das so erhalten bleibt und die nächste Generation vielleicht auch so sorgsam mit dem Boden umgeht? Ja, selbstverständlich. Ja. Also dass das so fortgesetzt wird, also dass der Boden so fruchtbar bleibt, wie er ist, so gesund bleibt, wie er ist, oder eben, dass es noch besser wird, dass der Humusgehalt gesteigert wird. Also wir ergreifen ja ganz bewusst Maßnahmen, um den Dauerhumusaufbau zu fördern. Und das ist eine Generationenaufgabe, die fortgeführt werden muss, ja, genau. Ja, und man sieht es ja auch schon. Wir haben es ja heute gesehen auf dem Acker mit den Regenwürmern, wie sich das wandeln kann. Dann von einem eher Boden, der eher weniger von Bodenleben geprägt war, bis hin zu einem, der jetzt durchsät ist mit Regenwürmern. Ne? Ja, das ist eben doch schön. Ja, das freut mich auch zu sehen, weil wir es eben beobachten konnten über die Jahre, wie sich das entwickelt. Und ich denke, dass gerade vor dem Hintergrund dieser Wetterextreme, die wir ja sehen,
das noch wichtiger wird. Ne? Ja. Also dass diese Böden, die gesunde Böden, sind auch in der Lage, viel Wasser aufzunehmen und zu speichern. Ja. Auch durchzuleiten. Regenwurmgänge leiten ja auch Wasser ab. Das wird ist ja eigentlich wichtiger denn je, würde ich sagen, angesichts der Klimaveränderungen, die ja scheinbar doch auf uns zukommen. Und eben dem Thema der CO2-Einspeicherung durch Humusaufbau, das ist ja auch noch ein Aspekt. Unbedingt, ja. Ja, vielen lieben Dank für den wunderschönen Tag heute bei euch. Das war sehr spannend. Ja, genau. Für uns auch. Ja. Danke für euren Besuch. Ja, schön. War für uns auch interessant. Das freut mich.